Willkommen meine verehrten Zuschauer, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play und zwar dem Spiel Fields of Mystria. Ja, ich habe mich entschlossen, tatsächlich mal ein Farming Sim Game zu spielen. Eigentlich bin ich überhaupt kein Fan davon, aber ich dachte mir, ich wollte schon immer mal ein etwas ruhigeres Let's Play machen, wo es wirklich komplett entschleunigt zugeht, wo ich mich nicht stressen muss, was ich in irgendeinem Part schaffen muss und was im Idealfall auch kein Ende hat. Das heißt, ich kann es immer mal wieder anmachen. Und kann halt auch jederzeit sagen, gut, das reicht erstmal und ich kann die Reihe beenden. Und dafür dachte ich mir, spricht mir Fields of Mystria, was dieses Jahr erschienen ist, zwar im Early Access, aber eben trotzdem dieses Jahr erschienen, am meisten an, denn es hat den 90er Anime-Look, den ich halt sehr mag. Und das gepaart mit einer guten Retro-Pixel-Optik, wo ich mir dachte, schauen wir uns das Ganze mal an. Und ein kleiner Haken besteht hier, das Spiel ist komplett auf Englisch, das heißt, falls ihr des Englischen nicht mächtig seid, tut es mir leid für euch, weil da kann ich leider nur bedingt Abhilfe schaffen. Allerdings kann ich euch sagen, da es ja ein Farming Sim ist, braucht ihr auch nicht allzu viele Englischkenntnisse, ihr könnt es einfach auf euch wirken lassen. Es ist ein ganz ruhiges Game und deshalb gehen wir jetzt einfach rein und erleben unser Slow Life auf dem Lande. In unserem 90s Anime. Okay. Ist das die Bürgermeisterin? Still working, sis? Oh, Island. I didn't realize how late it had gotten. I thought you could use a nice hot cup of coffee. Thank you. Haben sie einfach die Ubu Phases gemacht? So, how's the town revitalization plan coming along? It's nearly there, I think. I've cataloged the earthquake's damage, listed out the various repairs necessary, and even made plans to replenish our emergency stockpile by the end of summer. The only thing we're missing now is the help to see it through. With mother and father called away to the capital and people leaving after the earthquake, there certainly are fewer helping hands around. Okay, kurzes TLDR, was hier scheinbar passiert ist. Es gab ein Erdbeben und die beiden planen gerade den Wiederaufbau ihres Dorfes, ihrer Stadt, das wurde noch nicht genannt. Und ihre Eltern sind gerade absent, genauso wie dass einige Leute Landflucht aufgrund des Erdbebens und der Schäden, die dadurch bestanden, getätigt haben. Und deshalb planen die beiden gerade scheinbar eine neue Hand, eine neue helfende Hand zu suchen, die das Ganze dann durchsieht. Was höchstwahrscheinlich wir sein werden. Oh ja, ich sehe gerade, ich sitze ein bisschen blöd. Ich werde mich mal in die obere linke Ecke versetzen. Ups, das wollte ich natürlich nicht. Ich sollte mal den Bildschirm locken hier. Ich will natürlich meine Kamera moven. So, dann könnt ihr den Dialog auch besser sehen. Sorry, dass mir das so spät aufgefallen ist. Und jetzt habe ich vergessen, das vorzulesen, verdammt. Mystria is such a beautiful place. The small town charm, okay, eine kleine Stadt. The rich history of the area. The rolling farmland. Damit kenne ich mich aus. Ich bin ein Dorfjunge. That's it. The old farm south of town. Why don't we send a notice to the Adventurers Guild in the capital? Surely someone out there will agree to aid the town in exchange for land with such potential. That's a great idea. I'll get started on it. Thank you, Island. I wonder who will answer the call. Sicher nicht wir. Sicher nicht. Es kann sein, dass ich meine Kamera vielleicht noch ein bisschen kleiner mache gleich. Und wir sind in der Character Summarization. Wir können uns jetzt einen eigenen kleinen Charakter erstellen. Ich habe noch keine Ahnung. Lass mich jetzt mal. Wait. Achso, ich kann nur confirm erstmal. Erstmal das hier, dann. Denke ich, werde ich so machen. Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, das nehme ich. Oh yeah. Mm.
Oh Gott, das sieht so dumm aus. Jupp, daran sehe ich mich. Oder so. Ich glaube, das fühle ich. Das passt zu dem Landflair. Naja, im Backpack möchte ich ehrlich gesagt nicht. Oh, wir können separate Pants tragen? Nein, aber meinen können wir nicht. Wäre aber cool gewesen. Dann nehme ich das so. Das wäre doch cool. Boots. Butzen Cats. Fange ich an zu Beatboxen. Lassen wir uns einen coolen Bart wachsen? Ach du Schande. Okay, das ist mir ein bisschen zu viel. Das ist mir ein bisschen zu viel Bart. Ja, nee. Aber gut, ich kann verstehen, wieso. Es sind ja nicht viele Pixel zur Verfügung, die wir hier nutzen können, deshalb, ja. Gucken wir nochmal ganz kurz hier rüber. Oh, so eine Fliegerbrille. Da werden wir zum Digimon-Charakter. Ein Bandana wäre natürlich auch cool. Oder wir werden einfach zum Ninja. Okay. Ich würde sagen, wir sind mal ein bisschen edgy und nehmen das Bandana. Name ist natürlich... Phantasm. Und wir haben, wie in Harvest Moon, einfach nur die vier Jahreszeiten und einen Tag in den Jahreszeiten, den wir uns nehmen können als Geburtstag. Und da ich am 7. Geburtstag habe, nehme ich den 7. Mistgrove Farm, können wir gerne dabei bleiben, habe ich kein Problem mit. Und wir haben jetzt leider noch keine Pets zur Verfügung, schade. Aber gut, wir haben unseren Charakter created und dann lassen wir uns mal überraschen. Hello there. Das ist die Einleitung, die ich mir gewünscht habe. Aber ein Hello there. Didn't expect to see anyone else out this way. The roads have been a real mess since the earthquake. I'm Bella, a traveling merchant. Pleased to meet you. Let me guess, you're here at Lady Adeline's request. She mentioned someone had taken her up on her offer. She said she was looking for a capable adventurer and there was something about free land and a house. Okay, sind wir ein Opportunist oder sind wir einfach nur eine Person, die von sich selbst überzeugt ist? Kurzes TLDR, er sagt halt Adeline, also eine von den beiden Schwestern, von den Geschwistern, nicht von den beiden Schwestern, hat ein Request ausgestellt, das hatte ich ja gemeint in dem Tutorial, oder beziehungsweise in der Einleitung. Und wir sind dieser jetzt gefolgt. Und er ist ein wandernder Händler, ein fahrender Händler. Und ich würde sagen, wir sind ein capable adventurer. We sure could use one. There's a lot to do to get Mistria back on his feet. I'll walk with you the rest of the way, if you don't mind the company. No wagons can get through since the bridge collapsed, so I've had to carry what I can on food. Great, let's go. Blüpp. Ja, können wir denn da rüber hüpfen überhaupt? Oh, können wir. Nice. Oh, da hatte ich ja einen kleinen Lag, weil ich im Hintergrund noch ein paar Spiele lade. Oh, ich sollte meine Kamera vielleicht sogar noch ein bisschen höher an den Rand setzen. So. Okay. Denke, es ist besser. Phew. We should be able to make it before it gets dark. Come on, we'll head straight to your new farmstead. Stead vermutlich. Oh, das ist Island. Lord Island. Look who I found out at the edge of the forest. Ich werde ihn übrigens deutsch vorlesen, wenn er schon Island heißt. Weil ich denke, er wird eigentlich Island ausgesprochen, aber naja, kommt schon, Leute. Phantasm, I presume.
Welcome, welcome. I'm Island. It's wonderful to meet you. You're in good hands, Phantasm. I'm off to the inn. It's been a long day and I need a hot meal. I'll see you around. Mach's gut. So, what do you think? Nice, isn't it? You're right outside of town, great soil for farming. Ja, wir formen hier auch theoretisch was, aber farming natürlich. And look at this house. Four stout walls with rich history. Let's go inside, shall we? Mm-hmm. We shall. Oh, da ist sie. Just a minute. Ich denke, alle Charaktere, die ein Herz haben, können wir auch romancen. Das heißt, Adeline ist schon mal ein gutes Target für uns. It appears we're not quite ready for you. But not to worry. I'm sure she'll only need a moment. Should we go in and help? I'm used to roughing it, honestly. Na komm, wir fragen, ob wir helfen wollen. No need! Ich find's übrigens cool, wie sie einfach aussieht wie Utena. Oh, okay. Okay. Sicher, dass ihr keine Hilfe braucht? You must be Phantasm. I'm Madeline. Thank you so much for answering my request. My brother and I are so excited to have a real adventurer here to help the town. I hope you like your new farm. It has a lot of potential, don't you think? Why don't you come inside? Okay. Das letzte Mal, dass ich aktiv ein Farming-Spiel gespielt habe, da war ich 10 oder so. Das war nämlich Harvest Moon Friends of Mineral Town. Und davon gibt es ein Remake von den Leuten, die das ursprünglich gemacht haben, die sich aber mit den ursprünglichen Entwicklern, ich glaube Natsume war es, verstritten haben. Und deshalb durften sie es natürlich nicht mehr weiter Harvest Moon nennen, weil die Marke Harvest Moon nicht mehr bei ihnen lag. Aber es ist trotzdem, ich sag mal so, sehr offensichtlich Harvest Moon. Und es soll laut Fans auch sehr viel näher an dem dran sein, was halt die Reihe damals so populär gemacht hat. Und wenn ihr danach suchen wollt, die Spielerei heißt Story of Seasons. Und Story of Seasons, Friends of Mineral Town ist basically ein Remake von Harvest Moon, Friends of Mineral Town, was es damals für den Game Boy Advance gab. Und ja, das war das einzige Harvest Moon, was ich jemals wirklich stark gespielt habe. Und ansonsten habe ich halt einfach mit Farming Games nicht wirklich viel am Hut, weil in den meisten Fällen finde ich sie ziemlich langweilig. Aber wie gesagt, ich wollte halt einfach ein cozy Game für uns einfach mal zum Abschalten. Welcome to your new home. How cozy. Wow, that was fast. Geben wir das Kompliment? Okay, das war scheinbar kein so gutes Kompliment. Would you like a quick tour of the room? Yes, please. Na klar. Wonderful. Na dann, zeig uns mal. This here is your diary. Okay, damit können wir speichern. You can write it when you want to record your story. And this, of course, is your new bed. Make sure you get sleep by 2 AM each day to keep your stamina up. Oh, okay. Bei Harvest Moon war es, glaube ich, bis 0 Uhr, was man maximal wach bleiben konnte. Und um 6 Uhr ging dann immer der Tag los. Das heißt, 2 AM ist sogar ziemlich großzügig, denke ich. We've also put this calendar up for you. You can use it to check the Mysteria holds its festival, when Mysteria holds its festivals, and to check when everyone in town's birthday are. And this storage chest here was made by Mysteria's very own carpenter, Rias. You can store items here if your bag starts to get too full. And that's about it for your tour. I thought you might be hungry when you got here, so I stopped by the inn and picked up a bowl of their famous vegetable soup. Ooh. Well, I'm sure you're worn out from your long day. We won't keep you up. Welcome to Mysteria, Phantasm. We're so glad to have you. Let's meet up tomorrow so we can start discussing our plans for the town restoration. Alles klar. Zirkumflex, W-Zirkumflex. Okay, noch kann ich nichts steuern. Das ist alles noch Script bisher. Ah, sieht sehr charmant aus. Gute Nacht. So, damit haben wir den ersten Tag von Spring. Das finde ich auch immer sehr beeindruckend, dass diese Farming Games immer mit Tag 1, Monat 1 starten.
Und jetzt sehe ich, muss ich doch wieder ein klein wenig nach unten, weil die Ausdauerleiste natürlich von meiner Kamera jetzt verdeckt wird. Aber ich denke, so passt das. Okay. So, saven wir mal den Progress. Und wir haben ein Warren Sword und wir haben die Vegetable Suit. Soup, nicht Suit. Okay. Spring Festival. Balor. Oh, ich hab von all den Townspeople als erstes Geburtstag, wirklich. Island. Und Adeline. Vermutlich, weil wir den Rest noch nicht kennengelernt haben. Okay. Das heißt, wir werden uns vermutlich in diesem Part erstmal auf in die Stadt machen und all die Leute kennenlernen. Wir können ja, glaube ich, hier noch nicht so viel tun. Oh, guck mal. Celine. Ah, hello, you must be Phantasm. I'm Celine. It's nice to meet you. I live in a cottage north of here. I'm so excited that we'll be neighbors. In fact, I brought you a little housewarming, field warming present. Here is a hoe. You'll need it to till your fields. I love gardening myself, so I had this extra one laying around. If you want to expand your field size, though, you'll need a shovel. They're available at my family's general store. And here are 3 bags of tulip seeds to get you started. Our store also carries a selection of other seeds, so be sure to stop by. I hope you consider growing lots of flowers. Also, es ist schon richtig, I'm more into potatoes, aber es ist klar, dass wir hier risen wollen, also thank you, I love flowers. Oh, I'm so glad. You know, Mysteria has a rich horticultural history. Oh. Wer kommt denn da angeritten? Hayden. Morning, neighbor. The name's Hayden. I run Sweetwater Farm to the west. You don't gotta tell me your name, Phantasm. You're already the talk of the town. Hayden, you almost galloped straight into poop, Phantasm. Ja, ist richtig. Ah, don't mind my horse. He just likes meeting new folks as much as I do. Es ist wie mein Hund. Mein Hund ist wirklich ziemlich zahm, aber er wirkt halt immer so ultra aufgeregt, wenn er neue Leute kennenlernt, weshalb viele Leute natürlich dann erstmal so, oh mein Gott, macht er was? Und es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Aber einmal kurz schnuppern lassen und er ist super, super zahm dann zu den Leuten. Ja! Yeah. It's fine, pleasure's all mine. A farmer after my own heart. Here, I brought you a little something. Take this watering can. You'll need to water your crops every day if you want them to grow big and strong. And here are 3 bags of turnip seeds. Turnips are good raw and they're even better cooked. Turnip? Hat das etwa was mit meinem Let's Play zu Turnip Boy zu tun? The whole town will surely appreciate more shipments of fresh produce. Ich denke mal, die Box, die wir links haben, die ist dann dazu da, dass wir unsere Items verkaufen können. Also, die wir angebaut haben. It's been a good while since I've been out here. Things sure have gotten overgrown. You need any pointer on getting started with your field? Ich würde sagen, wir figuren alles alleine heraus. Wow, so you've done this before? That's great. Now, don't be shy, Phantasm. Come by anytime if you want to chat. I'd love to introduce you all to my animals. To all my animals. I'm sure you must be eager to meet up with Arlene. Just head north of here and the road will take you right into town. Okay. Gott, ich finde das ziemlich putzig, dass sie das so gemacht haben. Ich würde auch sagen, wir gehen als erstes mal in den Norden, in die Stadt. Bevor wir irgendwas auf dem Feld machen. Oh. Da ist das Spiel Triangle Strategy geladen worden. Lass mich mal ganz kurz meinen Download im Hintergrund pausieren. Damit wir nicht die ganze Zeit solche Meldungen bekommen. So. Okay, weiter geht's. Ah ja, ich spiele übrigens mit Controller, aber ich glaube, es dürfte schon aufgefallen sein. Phantasm, I'm glad I bumped into you. I had forgotten to mention, make sure that you put anything that you want to sell into the shipping bin next to your house. I'll pick up your shipments and leave your payments overnight. The shops in this town depend on the stock I procure for them, so we're all looking forward to your business. Yep, das ist genauso wie in Harvest Moon. How are things on the farm, Phantasm? Settled in yet? Remember, I'm just up the road if you need an extra pair of hands. Nicht, dass wir vermutlich einfach so jemanden um Hilfe beten können. Oh,
A forgotten cup of tea recently gone cold. Anfängerfehler. Celine's plant shelf fills the cottage with fresh botanical scent. A journal full of handwritten notes sits half open on the mantel. The Codex Mystria that Errol loaned me appears to be an ancient record of local flora. Amazing. Okay. A planter full of newly sprouted shots. A note pasted on the side reads, "You can do it," with a poorly drawn smiley face underneath. Das ist ziemlich charmant tatsächlich, dass wir sowas über Celia herausgefunden haben. Okay, da ich hier jetzt gerade an der Küste selbst nichts ohne weiteres sehe, laufen wir mal weiter Richtung Innenstadt. Bei uns ist hier übrigens auch eine Art kleines Stadtfest in der Nähe. Das fand ich ziemlich interessant. Beim Überlegen, da hinzugehen, dann wiederum dachte ich mir, ich habe basically kein Geld mehr. Hi there, Phantasm. I was hoping I'd run into you. The timing is perfect. I'm sure you're eager to start helping Mystria and its citizens. So, I'm here to tell you all about your town's request board. Come with me. As the name implies, villagers post their requests here every day. You'll receive rewards whenever you complete them. It's a great way to earn money, equipment and most importantly, renown. Can't wait to get started. I'm so glad. Allow me to explain the basics of renown. As you know, Mystria is just one of the many towns that make up the kingdom of Aldaria. Wusste ich nicht, aber danke für den Hinweis. All of them receive a town rank according to their renown level. Towns with a higher town rank enjoy more popularity and more support from the capital. Mystria's renown level was improving prior to the earthquake. Since then though, we're down two entire town ranks. As daughter and heirs of Mystria's Baron, improving the situation is my highest priority. With your help, we'll repair the earthquake's damage, raise Mystria's town rank, and put this village back on the map. Why don't you go ahead and accept your first request? It's one I just put up for you. Greet the Townsfolk. Ja, da bin ich ja gerade dran. 5 von 22. Ja, wir haben noch einiges zu tun. Aber das akzeptieren wir doch natürlich. Gut. Alles klar. Let's go. Perfect. That was easy, right? I'm sure you want to meet your new neighbors as much as they want to meet you. And as you get to know them better, your journal can keep track of your relationships with them and even document their favorite gifts. And what do you like? Well, tulips are nice, and they are in season right now. I hope you'll be growing some on your farm. You can view the map in your journal. It should give you a good idea where people are, isn't that helpful? And each time you meet someone, it will update. You can think of this as the first step on your path of restoring the town. Das ist ziemlich gut. Damals musste ich nämlich tatsächlich, als ich Harvest Moon Friends of Mineral Town durchgespielt habe, sehr oft in einem Guide nachschauen, was Leute mögen und was nicht. Und das war ziemlich, ziemlich anstrengend. Aber es ist gut, dass das Journal hier alles automatisch trackt. Isn't this exciting? Come talk to me once you're done meeting everyone. Okay. Dann soll das unsere erste Aufgabe sein, der wir uns aber erst im nächsten Part widmen, weil wir schon 23 Minuten auf dem Tacho haben. Und ich denke, das war doch erstmal eine schöne einleitende Episode. Es kann übrigens sein, dass ich in Zukunft die Kamera auch ausmache dabei, weil ich eigentlich auch gar nicht hier im Vordergrund stehen soll. Und ihr seht ja auch, dass ich ein gutes Stück von dem Interface hier verdecke. Und das will ich eigentlich auch nicht. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich mich spontan entscheide, in Zukunft die Kamera einfach auszumachen bei dem Let's Play. Dürfte auch, glaube ich, nicht allzu sehr stören. Gut, so oder so. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine, entschleunigte, einleitende Video. Und wir gehen dann im nächsten Part richtig rein, wenn wir die ganze Stadt und auch das Farming Life an sich kennenlernen. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.